in der Welt unter Wasser in Ufernähe, wo das Wasser meistens noch nicht sehr tief ist. Dort konnte ich Dinge sehen in Filmen, die mich sehr erstaunt haben. Fische und Krebse, tauchende Küken, scheißende Schwäne in strahlendem Sonnenlicht, Blässhuhn und Ente im Streit um dieselbe Nahrung, sehr schnelle Fische, sehr langsame Insekten, ausgesetzte Schildkröten, eine Fladenbrot fressende Ratte, ungezählte Luftblasen, umhertreibende Flaschen, Menschen. Die sehen so tiefenentspannt aus. Wenn man das sieht, mag man keine Enten mehr essen.